Hi Leute und herzlich willkommen bei Viva FIFA TV. Ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch mit dabei, ist der Michi. Servus. Und wir ziehen heute die Food Champions Weekend League Rewards. Und zwar von Lorenz und mir. Also Niki, diese Woche hast du nicht mitgespielt, gell? Nee, bei uns, also nicht mitgeholfen. Die letzten beiden Wochen hat er uns auch ein bisschen geholfen. Genau, ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal ganz geschwind in Ultimate Team rein. Es ist 19:02 Uhr. Die Packs müssten jetzt da sein. Da ja. Sind sie. Gut, holt sie ab und ihr seht jetzt, was wir geschafft haben. Ist jetzt nichts Besonderes für viele von euch, aber ich finde, Gold 3 kann man schon machen. Vor allem, man kann es mal aufnehmen, die Weekly League Rewards. Letzte Woche haben wir es auch geschafft. Da hat Lorenz die Packs gezogen. Ich glaube, die waren nicht ganz so erfolgreich, aber er hat es auf jeden Fall nicht als Video aufgenommen. Wir machen das jetzt schon als kleines, unspektakuläres Video. Einfach die 3 Packs ziehen und ihr seht es auch, was man bekommt. Und zwar ein seltenes Spielerset. 50 KB halt. 2 Megasets und 30k. Sehr, sehr geil. Und ja, genau, diese Woche sind wir auch wieder qualifiziert. Genau, wegen Gold 3. Sieht man jetzt auch hier. Da steht es jetzt sogar schon direkt da unten qualifiziert. Und ja, da steht es wieder. 2 Packs im Shop. Es sind aber 3. Die haben alle die Animation hier. Und was sind jetzt hier für neue Packs? Seltenes Elektro-Spielerset. Okay. Also, ich würde sagen, jeder von uns ein 35er und dann das seltene Spieler zusammen, würde ich ja, sagen. Ich sag, du fängst einfach mal an. Wir machen es alles untradable hier. Untradable. Wir machen es hier alles no fake. Ich fang an. Genau. Komm, Schlitz ist da. Schlitz ist da, das ist schon mal wichtig. Was wird es? Brasilien. Ja, gut. 83er ist ein 35er Pack. Ja, noch nicht, geht schon. Ist noch nichts Hohes. Ein Schlitz ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja, gut, Roberto Firmino bringt vielleicht eine 2K oder sowas. Oh, 4K, ja. Alles klar. 4K. Okay, der wird mal auf die Transferliste gesetzt. Ja, und ich würde sagen, die 3 kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Verträge, das alles hier kommt mit, das sieht ganz gut aus. Ja, ist auf jeden Fall machbar. 83er ist okay, wir erwarten uns nicht so viel, also. Ja, genau, ich würde sagen, wir machen es einfach jetzt hier das nächste Pack direkt. Nächste 35er von mir. Und ein Schlitz wäre auch ganz geil, bitte. Ja, ja. Ist ein Schlitz. Boah, Alter, Erleichterung hier. Erleichterung. Ja, ja. Shinji Okazaki. Sein Donker-Fan. Nee, Kagawa, stimmt. Shinji Okazaki. Ja, wer ist Okazaki? Ja, stimmt, der von. Der von Leicester, der jetzt bei Leicester spielt. Aber der heißt auch Shinji Okazaki, glaube ich. Der hat auch. Ah, okay. 283er ist jetzt nichts Besonderes. Da muss man jetzt. 283, ich meine die beiden Packs zusammen. Halt. So. 283er aus dem Pack. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Wegen Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Ich würde sagen. Ich bin gehypt, das 55k Pack, oder? Ja, ich auch wohl. Ja, gut, ich würde sagen, spannende Musik jetzt reinhauen, egal wie, welche Scheiße es wird. Okay. 50k Pack. Wie machen wir, welchen Glitch machen wir? Wir machen einfach. Warte, wir machen noch den Ronaldo Glitch, Jungs. Ronaldo Glitch. Er geht noch ein paar Runden. Okay. Ja, komm, wir ziehen einfach. Okay. Nee, jetzt wird's ganz spitz. Ja, genau. Özil! Was ist da los? 88! Auch er ist sogar Walk on Özil. Ja, Mann! Ja! Was saftet der noch? Saftet der noch ein bisschen? Mit 30k wäre ich auch schon völlig zufrieden. Walkout! Özil ist gut, vielleicht ist noch was dahinter, aber 50k weg. Meistens eher nicht, vielleicht auf so einen Jesus, oder weiß das hier. Na, ist nichts mehr dahinter. Aber Özil. Geht trotzdem voll klar, Alter. 88er Özil Walkout. Kann man nicht zufrieden. Ja, der bringt 40k, Alter. Hab ich gesagt, 40k. Das ist sehr geil, Alter. Das ist richtig geil, vor allem für so eine Dreckskarte eigentlich. Der hat ja eigentlich nichts drauf auf der Karte. Ich hab den weggeschickt, gell? Der hat 2 Sterne schwacher Fuß halt auch noch dazu. Naja, kannst du nichts mitmachen. Ja, gut, das kann man sich, da kann man sich nicht beschweren. Özil im Pack. Ja, gut, dann, ich würde sagen, den Rest kann man hier eigentlich
abstoßen, oder? Mhm. Ja, stoßen wir ab den Rest. Ja, okay, also unsere Ausbeute war jetzt in beiden 35 Capex hatten wir jeweils einen 83er, hier hatten wir einmal Okazaki und ach scheiße, ich habe schon wieder Okazaki gesagt. Scheiße, Junge, wieso? Ist der andere überhaupt Japaner oder ist der Koreaner oder sowas? Keine Ahnung. Ich glaube, die sind beide Japaner. Ja, Shinji Kagawa nochmal hier. Shinji Kagawa, Mesut Özil und 50 Capex, damit bin ich sehr zufrieden, weil wir haben dann allein wieder 70k durch 30k die man so bekommen hat auf die Hand und 40k Walkout Özil. Mit den 83ern dann noch so irgendwie. Mal durch mit Abstoßen und so weiter. Ja, 100, wie sollen wir da nach 20, ja, sagen wir mal 80, 90k haben wir vielleicht damit gemacht. Roberto Firmino haben wir noch gezogen und ja, die paar Spiele habe ich jetzt auch noch auf die Transferliste gehauen. Kann man noch ein paar Coins draus machen. Ich würde eigentlich jetzt mal sagen, wir beenden das Video. Kleines, entspanntes Video. 88er Walkout. Völlig zufrieden bin ich damit, weil im 50k-Pack hatte ich schon mal oft, dass ich da nicht mal einen Schlitz drin gehabt habe. Ich würde einfach mal sagen, wenn ihr nächste Woche wieder unsere weekendliche Belohnungen sehen wollt, egal wie schlecht wir abgeschnitten haben, dann haut mal einen Daumen nach oben rein. Bei 15 Daumen nach oben würde ich das in Erwägung ziehen. Und ja, was kann man noch sagen? Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid. Und dann sag du hast das letzte Wort. Haut rein! Ja.